Montag, habe ich recht, Joe? Du sagst es, Guy. Yeah. Haben Sie keinen guten Tag, sondern einen großartigen Tag. Alle legen sich sofort auf den Boden! Hey, Bud, denkst du auch manchmal, da müsste es doch mehr geben? Wie mehr geben? Als das, was wir tun, Tag für Tag. Man schießt auf uns. Wir werden überfahren. Wir werden als Geiseln genommen. Alle runter auf den Boden! Heute wird anders. Hi! Guy, so bist du nicht. Du machst sowas nicht, Mann. Vielleicht ja doch. Das ist gruselig. Er ruht sich nur aus. Alter, was laberst du? Der Mann ist tot. Er ist sowas von müde. Fühlen sich so etwa Partydrogen an? Guy, diese Welt ist ein Videospiel. Und das ist voller böser Jungs. Ich bin ein Regelbrecher. Ich bin voll krass Chick-Chick-Chick-Fresher. Du musst der gute Junge sein. Ah, das tut mir so leid. Oh Gott! Hier. Ist das eine Glock, die ich da spüre? Nein. Was? Es sind zwei Glocks. Ich werde kein guter Junge sein. Ich werde ein großartiger Junge sein. Okay. Wow. Viel Spaß in einem Leben in Jungfräulichkeit. Und auf geht's. So easy. Allein der Opener an den Schriftzügen so über Disney herzuziehen, weil das Ganze hier eine 20th Century Fox Produktion ist, aber die Tonalität von Komödien bzw. Actionkomödien, in denen Ryan Reynolds mitspielt, nun mal genau diese ist, hat mich sofort gekriegt und damit war es der erste Trailer zu Free Guy, den uns 20th Century Fox oder irgendwie Walt Disney ab dem 2. Juli 2020 in die deutschen Kinos bringt. Also eine Actionkomödie. Ryan Reynolds Hauptdarsteller spielt Guy. Hat er nicht, glaube ich, schon in The Croods einen Guy gesprochen? Naja, egal. Auf jeden Fall stellt der hier fest, der ist Teil von einem Videospiel, weswegen sein Alltag immer so langweilig ist, aber dieses Videospiel soll anscheinend abgeschalten werden und so muss er mit Hilfe irgendwie dafür sorgen, dass seine Welt aufrechterhalten bleibt und wir sehen ja schon von diesen Eindrücken, diesen ganzen absurden Actionsequenzen und eben die Art und Weise, wie Ryan Reynolds normalerweise funktioniert, dass das hier ein definitiv sehr lustiger Film werden könnte, auch wenn dieser erste Trailer noch nicht so wirklich zeigt, worum es im Einzelnen geht, aber da kommt sicherlich noch einiges mehr, wenn noch irgendwie 7 Monate warten fast angesagt ist, bis der Film rauskommt, aber habe ich Bock drauf, weil der einfach vor so einem gewissen Selbstbewusstsein strotzt. Was sagt ihr zu diesem Trailer zu Free Guy? Interessiert euch das? Sagt ihr anders oder überhaupt nicht euer Ding? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.